Hier ist gerade eine Mail eingegangen aus Oberhausen von Margarete Frank. Sie fragt, ob etwas bekannt ist über die Internetspionage durch die EU-Staaten. Ist jetzt nicht Ihr Thema, aber vielleicht allgemein Internetspionage. Das haben wir ja gerade in den Nachrichten auch gehört. Ja, also was ist konkret die Frage? Ich meine, natürlich gibt es die, aber... Mehr weiß ich auch nicht, als das, was ich Ihnen vorgelesen habe. Ich denke, also Amerika spioniert auf über alles, was über amerikanische Server läuft. Das Hauptproblem ist ja, dass viele E-Mails, wenn ich Ihnen jetzt eine E-Mail schicke, läuft das möglicherweise über einen Server von Yahoo oder Google dann zu Ihnen und die lesen das mit. Die lesen nicht E-Mails mit, sondern die checken die nach diesem sogenannten Metadata. Also wenn da bestimmte Begriffe vorkommen, dann werden die aussortiert. Das machen alles Maschinen, sonst kriegt man ja diese Milliarden gar nicht in den Griff. Und dann, wenn sie etwas haben, wo sie denken, das könnte aber verdächtig sein, das gucken sie sich dann direkt an. Also die kämmen das sozusagen nur so durch. Aber man kann da schon so ein Muster anlegen. Ich habe ja vorhin auch noch die Wirtschaftsspionage angesprochen. Mhm. Die war ja auch in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Thema, weil ja die Franzosen völlig zu Recht sehr sauer waren, dass anscheinend der BND den USA geholfen hat, französische Firmen auszuspionieren. Ja, ja. Natürlich zum Schaden Frankreichs. Ich bin mir nicht sicher, ob es bewiesen ist, aber wundern würde es mich kein bisschen. Ja, der BND ist ja quasi eine amerikanische Kreation. Die sind direkt von der CIA mitgegründet worden. Damals Organisation Gehlen von alten Nazis. Also Alan Dulles, der langjährige erste CIA-Chef, hat den BND gegründet. Die waren noch sehr verzahnt und die sind heute noch gute Kumpels. Also beim BND haben viele das Gefühl, dass sie den Amerikanern nicht genug helfen, gegen diese bösen Terroristen vorzugehen. Die werden auch umgekehrt unterstützt mit Technik. Also das ist schon teilweise der lange Arm der CIA nach Deutschland rein. Und jetzt nicht unbedingt, ist ein bisschen wie die Stasi, die haben ja auch mit dem KGB zusammengearbeitet. Hier sind inzwischen einige Telefonanrufe eingegangen unter Saarbrücken 0681 65 100. Sie können auch eine Mail schicken, wenn Sie im Telefon nicht durchkommen sollten. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Sehr geehrte Frau Dr. Schweizer, sehen Sie überhaupt eine Chance, eine Möglichkeit, das Wirken und Agieren dieser sogenannten Schattenkrieger einzudämmen oder zu beschränken? Und wenn, dann überhaupt von wem? Deutschland allein, der ist ja bereits US-Vasall, kann das nicht. Und die gesamten EU-Staaten anscheinend auch nicht, da sie von den USA schon zu viele Teile dort hineingetrieben wurden. Bleibt da als einzige Macht, die dies ernsthaft könnte und Paroli bieten könnte, vielleicht nur China übrig? Ja, China kann den USA schon Paroli bieten, das ist richtig. Aber das ist ja jetzt auch keine Demokratie, mit der man sich als Verbündete suchen möchte. Also im Grunde müsste die EU das schon selber aufbauen. Also die müssen halt, wie soll ich sagen, man muss halt Butter bei die Fische tun. Man muss sagen, wenn wir nicht wollen, dass die Amerikaner bei uns spionieren, dann müssen wir die Technik untergraben, die Knoten abschalten, die Leute, die mit denen zusammenarbeiten, verhaften und die Amerikaner ausweisen. Das möchte keiner, da gibt es keinen politischen Willen. Und man sieht ja auch, die praktischen Seiten sind ja auch, dass die ab und zu mal einen Terroristen fangen, die Sauerlandgruppe zum Beispiel. Und es ist schon auch so, dass das mit dieser Wirtschaftsspionage, ja, spielt schon auch eine Rolle. Aber das würden die so oder so hinkriegen. Ja, und der Hörer hat ja auch ganz zu Recht gesagt, dass es den USA gut gelungen ist, Keile dazwischen zu treiben. Zum Beispiel das alte Europa gegen das neue Europa, als zum Beispiel Polen, was sich dann oft auf Seiten der USA wiederfindet. Oder in der Ukraine wird es wohl nicht anders sein, wenn die mal irgendwann zu Europa gehören sollten. Ja, ja, so ist es auch. Also es ist eine schwierige Sache und Deutschland ist ja auch auf die Daten der USA angewiesen, was das Vorgehen gegen Islamisten angeht. Also die Leute gibt es ja schon wirklich. Das ist jetzt nur keine reine Erfindung der USA. Also man möchte schon auch wissen, was sie treiben. Also man müsste dann hier einen eigenen funktionierenden Geheimdienst aufbauen, eine richtige Bundeswehr. Und man müsste auch die Einwanderung ganz anders gestalten. Also so wie das im Moment ist, dass so quasi jeder Islamist über Kos einreisen kann, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass da auch ein paar Übelbolde dabei sind und da braucht man dann eben auch ein Geheimnis, um zu gucken, was sie so treiben. Wenn Sie schon gerade bei diesem sehr aktuellen Thema sind, da ist es ja schon ein gewisser Skandal, dass die USA im Nahen Osten ja jetzt, weiß Gott, in vielen Ländern Öl ins Feuer gegossen haben, mit dem Ergebnis, dass jetzt die Flüchtlingsströme kommen. Und wohin kommen die Flüchtlingsströme? Zu uns, die wir zum Teil gar kein Öl gegossen haben, zum Teil deutlich weniger. Mhm. Und wohin flieht kein Mensch? In die USA. Ja, weil sie die nicht reinlassen. Wollen tun sie schon. Ja, ja, die wollen gern hinkommen, aber wenn die nicht reingelassen werden, dann ist es ja eigentlich noch schlimmer. Ja, aber so ist Amerika. Also
funktionieren die einfach. Also die sind ja in Irak einmarschiert, um die Demokratie zu bringen. Das hat nicht geklappt. Das war die Schuld der Iraker, die sich einfach nicht ordentlich benehmen können. Wir haben unser Bestes getan. Und jetzt gehen wir wieder. Besucht uns bitte nicht. Es mag aber ungerecht vorkommen als Europäer, aber aus amerikanischer Sicht ist das sehr schlüssig. Also wenn man eh glaubt, man ist überall um Gutes zu tun, Leute zu retten, Diktatoren zu stürzen und Demokratie zu bringen, da hat man auch keine Verantwortung, wenn es schief geht. Dann lag es an den ungehorsamen und undankbaren und unfähigen Eingeborenen, die sich die Segnungen nicht haben bringen lassen wollen. Aber Sie schreiben ja in Ihrem Buch selbst, man entdeckt die Ungerechtigkeiten immer dort, wo man es gerade will. Denn Saudi-Arabien, Kuwait sind alles keine Demokratien. Also Kuwait ist kein großes Thema. Saudi-Arabien wird schon kritisiert. Also es wird auch innerhalb von Amerika kritisiert, wie wir dazu kommen, also mit diesen Diktatoren Geschäfte zu machen. Dieser saudische Blogger, der zu diesen 1000 Peitschenhieben verurteilt wurde, das war ein großes Thema in Amerika. Also die Regierung hängt mit denen schon zusammen, und zwar jede, ob es jetzt Demokraten sind oder Republikaner. Aber es gibt in der kritischen Öffentlichkeit schon viel Kritik an Saudi-Arabien. Also das ist jetzt nicht so, dass das unbeobachtet bleiben würde. Und es gibt auch umgekehrt, was den Iran angeht, da gibt es diese Hardliner. Aber da gibt es auch Leute, die sagen, so geht das nicht, wir können den Iran nicht angreifen, was eigentlich einer der Gründe ist, warum das bisher nicht passiert hat. Weil es da wirklich einen großen Widerstand geben würde unter in der kritischen Öffentlichkeit. Nicht der einzige Grund, aber einer. Sie müssen sich das so vorstellen, Amerika ist ein riesengroßes Land mit Leuten von allen möglichen Gegenden, die auch ihre eigenen Interessen haben und ihre eigenen Probleme. Also sie müssen miteinander klarkommen. Die Sozialsysteme knirschen etwas. Es gibt keine vernünftige Krankenversicherung. Also die wollen sich jetzt nicht den Kopf machen, wie es irgendeinem Bauern im Irak geht oder im Syrien, ob der jetzt nach Amerika flüchten will. Aber gibt es denn dort nicht irgendwo vielleicht eine wenigstens winzige Linke, die zum Beispiel mal darauf hinweisen könnte, dass man Milliarden in der Rüstungsindustrie versenkt, die man auch für die Sozialsysteme, für den Straßenbau verwenden könnte? Also das sagen sogar viele Leute. Aber für Straßenbau ist jetzt nicht so ein Thema. Aber ja, Sozialsysteme, da gibt es aber wieder andere, die dagegen sind. Gesundheitsversorgung. Ist ein schwieriges Thema. Einerseits ist das Militär ja auch eine große Jobmaschine. Das ist ja schon ein Sozialsystem. Wer für die Rüstungsindustrie arbeitet, das sind ja alles Gewerkschaftsjobs. Die haben gute Jobs, die Soldaten haben gute Jobs. Im Moment ist es halt so, das ist ein riesengroßes, staatlich gefördertes System, wo viele Leute arbeiten, wo relativ wenig Soldaten umkommen. Ich weiß nicht, wie viele amerikanische Soldaten sind 2014 umgekommen, 100. Um das Geld jetzt umzuleiten in so eine Art Krankenkasse wie die AOK, das wäre auch schon ein ziemlicher Umbruch. Mhm. Ja? Das wäre irgendwie ein anderes Land. Das wollen die Konservativen wieder nicht. Die sagen, lass uns doch das Geld lieber ins Militär geben, das schafft auch Jobs. Und dann gibt es natürlich immer so diesen Sozialneid, dass immer die Weißen den Schwarzen das nicht gönnen. Also das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man sagt, Aufbau eines Sozialsystems, Sozialhilfe. Dann gibt es immer so einen Haufen konservative Weiße, die denken, ja, das greifen irgendwelche faulen Neger ab, nicht meine Wortwahl, aber das denken die. Die machen das auf unsere Kosten, das sehen wir überhaupt nicht ein, dass wir denen Geld geben. Lieber soll Boeing ein paar Arbeitsplätze anbieten. Hören wir noch eine telefonische Frage. Fakt ist, dass den USA dort, wo es um eigene Vorteile geht, die Interessensätze ihrer Verbündeten schlicht Schnuppe sind. Das für mich Erstaunliche dabei ist, dass die Europäer, obwohl es möglich wäre, ihre unterwürfige Haltung diesen dubiosen Verbündeten gegenüber nicht ändern. Aktuelle Beispiele dafür sind TTIP, vor allem aber das europäischen Interessen massiv schadende konfrontative Verhalten des Westens gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt, welches alleine den Amerikanern nützt. Meiner Überzeugung nach wäre es im ureigensten Interesse der EU-Staaten und dringend geboten, den USA zwar nicht die Freundschaft zu kündigen, sich aber endlich von ihnen zu emanzipieren. Ja, Sie haben recht, aber das sagt sich leichter, als es getan ist. Es gibt ja auch innerhalb der EU große Differenzen zwischen Polen und Deutschland, Frankreich, England. Das sind ja auch unterschiedliche Interessen. Und die raufen sich offenbar nicht so einfach zusammen, wie man sich das wünschen möchte. Wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen über die Methoden der Manipulation sprechen. Und da vergessen wir oft die Unterhaltungsmedien. Es ist ja inzwischen auch bekannt, dass manche Actionfilme
auch jetzt heutzutage von der amerikanischen Armee direkt unterstützt, direkt bezahlt werden. Und das ist ja eine alte Geschichte. In Ihrem Buch kann man nachlesen, dass schon das größte Filmstudio der USA die deutsche Kriegsmaschine erst finanziert hat, dann andere Kriegsmaschinen finanziert hat. Es gab Propaganda, Walt Disney. Es gibt alte Mickey-Maus-Nummern, wo Mickey-Maus für Kriegsanleihen Propaganda macht. Nicht nur Mickey-Maus, also die ganzen, die Warner-Brothers-Figuren auch. Mhm. Es war auch früher so, dass die ganze Filmindustrie nicht dem First Amendment unterstand. First Amendment, also die Meinungsfreiheit, heißt, dass sich der Staat nicht in Medienunternehmen einmischen darf. Machen die heimlich ein bisschen, aber eigentlich dürfen sie es nicht. Das galt nicht für Filme. Das wurde erst relativ spät festgestellt durch den Supreme Court, dass die Filmindustrie ebenfalls geschützt ist von diesem First Amendment. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg war das nicht der Fall. Und dann, das läuft natürlich auch über Geld. Also wenn dann jemand einen Film dreht über den Irakkrieg und braucht dazu einen Flugzeugträger, den kriegt er dann nur, wenn es mir jetzt hier auch gut dargestellt wird. Und es gab ja gerade im Ersten Weltkrieg ganz viele Hass-die-Hunde-Filme, also antideutsche Filme. Ja. Und inzwischen, Sie haben das in Ihrem Buch auch beschrieben. Die einen unglaublichen Schaden angerichtet haben. Ja. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ich verstehe das noch, dass man die im Krieg in Amerika gezeigt hat. Das war ja für die Filmstudios so ein Weg, reich und berühmt zu werden, also nach oben zu kommen und respektabel zu werden. Aber dass sie dann auf die Idee gekommen sind, die nach dem Krieg in Deutschland zu zeigen. Und zwar jahrelang, also noch die ganzen 20er Jahre durch, liefen diese Filme in deutschen Kinos mit Untertiteln. Da fasst man sich doch an den Kopf. Ja? Also die hätten die begraben sollen und was anderes drehen. Aber, ja, und heutzutage erleben wir ja auch, dass diese ganzen Kriege, Irak, Afghanistan und so weiter, zwar in irgendeiner Weise aufgegriffen werden, gelegentlich von Hollywood, aber in einer relativ einseitigen Weise. Das ist schon anders als im Ersten Weltkrieg. Also einmal, es gibt gar nicht so viele Filme. Es gibt ein paar Fernsehserien, die sich damit beschäftigen. Homeland ist ja ziemlich bekannt. Es gibt eigentlich nicht, also dass die Araber, diese Hasspropaganda gegen Araber, das war früher eigentlich stärker als heute. Heute ist das so ein bisschen ausbalanciert. Heute ist es mehr der arme GI, der leider töten muss. Das ist die ganze Zeit so. Also grundsätzlich ist es in allen amerikanischen Filmen über den Krieg so, dass es den armen GI gibt, der leider töten muss. Also diese militärkritische Haltung, die es bei uns gibt, die gibt es in Amerika einfach nicht. Also selbst die amerikanische Linke ist total pro Militär und die müssen ihre Pensionen kriegen und bessere Gesundheitsversorgung und wir sind für das Militär. Also das erstaunt mich auch immer. Also selbst die allerlinkesten Amerikaner trauen sich nicht zu sagen, naja, das war selber schuld, dass er einen auf den Deckel gekriegt hat. Was meldet er sich denn freiwillig für den Irakkrieg? Das ist ein totales Tabu, was umso erstaunlicher ist, weil es eine Freiwilligenarmee ist. Es war ein bisschen anders im Vietnamkrieg, aber auch nicht die ganze Zeit. Aber da gab es wenigstens eine Linke, die auch armeekritisch war und gesagt hat, unsere Armee begeht Kriegsverbrechen. Das ist alles völlig weg. Das Einzige, was noch kritisiert wird, ist, wenn amerikanische Soldaten sich innerhalb der eigenen Einheit fies verhalten. Also wenn weiße Soldaten Schwarze schikanieren oder weibliche Soldatinnen vergewaltigen von der Armee. Was sie mit den Einheimischen machen, ist denen, das ist völlig weg aus der öffentlichen Debatte. Mhm. Und auch in Vietnam war das ja so eine kurze Phase, das ist jetzt wieder völlig vergessen. Also